Ja, lächerlich. Ich falle einfach runter. Es ist alles egal. Oh, fuck. Ja, das war's. Also Schmerzen ist eigentlich alles okay. Ich kann den Arm nur halt nicht bewegen, als ob er nicht dran wäre. Wenn es gar nicht gehen sollte, kommt der Hubschrauber mit selber. Mein erstes Mal auf einem Downhill-Bike. Ich hab's tatsächlich noch nie ausprobiert. Außer mal auf einem Parkplatz, aber das zählt wohl kaum. Hab mich da riesig drauf gefreut, weil es war sogar ein Demo und dann auch noch in Saalbach. Geendet ist es leider, ja, gar nicht gut. Aber lasst uns vorne anfangen. Dankeschön. Angefangen hat der Tag leider mit unerwartet starkem Regen. Wir waren schon drauf und dran, das Ganze zu verschieben. Letztendlich haben wir uns aber doch die Bikes geholt. Und wie schon gesagt, es wurde sogar ein Demo. Eins meiner Lieblings-Downhill-Bikes. Ja, kein Bock mehr. Können wir auch was mit Downhill fahren, das ist kein Abschlussfahrer. Trial on Downhill. So ein Bike ist zwar jetzt nicht direkt für eine blaue Strecke wie Panorama Trail und Monty Line gemacht, aber bevor es auf die X-Line damit geht, wollten wir uns dort warm fahren. Erstmal an dieses Monster mit der anderen Geometrie, dem vielen Federweg und vor allem der Doppelbrückengabel gewöhnen. Ja, das ist mal Downhill-Bike. Rollt einfach über alles drüber. Geil. Oh, Flieg. Schon nach den ersten paar Metern habe ich mich so dermaßen wohl und sicher gefühlt. Sowas hatte ich vorher noch nie mit einem fremden Fahrer. Es liegt so satt auf dem Trail, da wackelt nichts, es springt nicht rum, beschleunigt wie verrückt und springen geht trotzdem ohne Probleme. Ich war und bin so begeistert. Headstand ist auch egal. Oh, das ist Bock. Oh shit, das ist Bock. Und Martin? Ich finde, es schwabbelt in den Oberarm. Also irgendwie ist die Dämpfung ganz anders als. Ich finde es so geil. Ich habe das Gefühl, ich mache so den hier die ganze Zeit. Echt? Ja. Ich fühle mich unfassbar wohl, es macht so Bock. So schnell und es springt auch richtig krass. Ich dachte, es wäre viel schwerer in die Luft zu kriegen, aber ist ultra geil. Scheiße. Ich brauche noch ein Fahrrad. Fuck. Ja, ich würde nochmal probieren, hinter dir zu fahren, aber du bist einfach zu schnell. Ich kann nichts dafür, das bin nicht ich. Okay. Also du bleibst jetzt dran, Sophie. Okay. So okay? Ja, so gut. Ein bisschen schneller geht noch. Ich will nicht treten. So Bock. Ach, geil, Scheiße. Monty Line. Alter, alles okay? Geil, ich will gleich mal runterklopfen. Du bist gerade so schnell über diese ganzen Bremswellen drüber geballert. Ja, es ist halt einfach egal. Ja. Willst du mal hier das Stück runterfahren mit dem Fahrrad? Ja, gerne. Oh Gott, dann bist du mit meiner Gurke gefahren. Fahr ich mal hinter dir, ja? Du hinter mir? Ja. Ja. Ist es so hart, wie es geht hier alles?
Nee, ist offen. Na dann, los geht's. Oh, wie viel leichter man über dem Vorderrad geht. Wollen wir mal auf die Drops rüberfahren? Willst du mit dem die Drops machen? Ich will mal gucken, ob man rollen kann. Also das ist ja lächerlich geil, vorne vor allen Dingen. Easy. Das ist einfach nur ein Bordstein mit dem Fahrrad. Oh. Nach ein bisschen Rumgespiele, dem Bikewechsel und Quatsch an der Übungs-Drop-Batterie war es dann soweit, beziehungsweise waren wir soweit. Gut warm gefahren, kein Regen mehr, Zeit für die X-Line. Da wollte ich ja eigentlich mit dem Fahrrad drauf und da gehört es auch hin. Scheiße, Mann. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir in X-Line in den Urlaub überhaupt komplett fahren. Und erst mal X-Line mit Downhill. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Ja. Dieses komische Geräusch, ich habe echt nicht kapiert, wo es herkommt, dachte erst, es wäre der Dämpfer oder so, aber nein, es war der Sattel, der beim Einfedern ans Hinterrad kommt. Es ist nicht der Dämpfer, der durchschlägt, du hast den Sattel so weit runter gemacht, dass der Reifen dran kommt. Ja. Sowas kenne ich von meinem Enduro nicht. Das erste Stück von der X-Line mag ich zwar richtig gerne, aber es war auch noch nicht das, wo ich mit dem Fahrrad hin wollte. Erst wenn es in den Wald geht, fängt der entscheidende Part an. Okay. Okay. Viel Spaß. Euch auch. Man muss auch hier so aktiv abbiegen. Die Abbiegung ist schon tricky. Das ist absolut geil. Und auch nach den ersten 50 Metern habe ich mich gefragt, was da los ist. Das ist ja fast lächerlich. So laufruhig und spurtreu. Ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied zu meinem Enduro, mit immerhin auch 170 mm Federweg, nochmal so extrem spürbar ist. Okay. Also für den Fahrrad. Und ich war zu dem Zeitpunkt eher noch etwas vorsichtig unterwegs. Dabei hätte ich auch mal lieber bleiben sollen. Aber so nach und nach wurde die Sicherheit eher zu Übermut. Das macht halt einfach auch extrem Spaß auf diesem groben Untergrund. Das kann man mal machen. Oh shit, ist das geil. Ja, du bist abartig schnell, es ist keine Chance hinter dir zu bleiben. Dann halte ich euch, ich habe es nicht durch angehalten, nach euch geguckt, aber dann seid ihr mir ab jetzt egal. Okay. Passt gut aufeinander auf. Why are you running away when you see the light? Is it? Because you can't get over yourself tonight. Listen to the sirens, you'll hear them call. Wenn ich merke, dass das Fahrrad noch plötzlich weg könnte. No one's baby, it's a hoax, it's a chain that
Jetzt kommen nochmal 200 schwere Meter. Ganz einfach, ich fahre langsam bis dahin. Du hältst an, guckst, wie ich runterfahre und dann entscheidest du, ob du es probierst oder lieber läufst. Ah, hier geht noch. Die Kurve wird jetzt schon schwieriger. Kann man auch hier innen fahren, ja, und ab jetzt ist es schwer. Und hier wird es richtig schwer. Für mich. Lowline. Juhu. Ja, lächerlich. Ich falle einfach runter. Es ist alles egal. Ja, da war der Punkt erreicht, wo mir wirklich alles egal war und ich mich mit dem Fahrrad unbesiegbar gefühlt habe. Macht so Spaß. Tschüss, Freunde. Es hat sich halt immer weiter gesteigert und mit diesem überschwänglichen Gefühl hat sich mein Gehirn dann abgeschaltet und die Konzentration oder eher Aufmerksamkeit hat abgenommen. Ich habe es einfach laufen lassen und bin dann wieder auf den Boden der Tatsachen angekommen. Es geht halt doch mehr um das Fahrkönnen als um das Modell, das man gerade unter sich hat. Oh. 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 Oh fuck. Oh nein. Stopp. Und wer sich jetzt fragt, was war das denn? Tja, ich weiß es auch nicht. Bin über diesen Mini-Double und dachte, die Strecke geht eher gerade weiter und nicht so ein Stück nach rechts. Ein dummer Fahrfehler, ist klar, aber wie kann man sich dabei so verletzen? Ich glaube, inzwischen ist es einfach sehr unglücklich gelaufen und irgendwie hat sich der Lenker verkantet und ich habe einen heftigen Schlag auf die Schulter bekommen. Vielleicht auch erst, als ich im Hang gelandet bin. Ich weiß es echt nicht. Hatte auf jeden Fall direkt starke Schmerzen in der Schulter, Übelkeit und ein bisschen Schwindel. Nee, Schulter. Es war gar nicht so schlimm eigentlich. Oh. Oh, fuck. Oh, shit. Nachdem ich mich etwas beruhigt hatte und die Übelkeit weg war, haben wir mal die Schulter vorsichtig untersucht. Schlüsselbein war nicht gebrochen, da war ich mir recht schnell sicher. Ja, das war's. Ist die Schulter oder? Ja. Meinst du, sie ist ausgekugelt? Vielleicht. Nach einer kleinen Untersuchung waren wir uns dann recht sicher, dass sie ausgekugelt ist. Inzwischen hatten wir auch Hilfe gerufen, es kam erstmal ein Ersthelfer. Kann ich es anfassen? Währenddessen wurden die Schmerzen aber immer stärker. Jetzt kommen die Schmerzen. Oh, könnte echt sein, dass sie ausgekugelt ist. Die Kamera habe ich dann irgendwann ausgemacht, aber mein Mikrofon lief weiter. Da kam ich eh nicht dran, um es auszumachen, daher nur noch Ton und kein Bild. Ich hoffe, dass sie ausgekugelt ist. Eingekugelt und morgen geht's weiter? Ja. Ja, die ist raus. Hier, das ist viel zu weit vorne. Okay. Aber fühlt sich jetzt nicht gebrochen an der. Nee, aber hier ist Widerstand, der hier absolut nicht ist und nicht da sein sollte. Also ich würde mal sagen, dein Oberarm ist nicht an der Stelle, wo er sein sollte, oben. Also kann man doch fallen mit diesen Fahrrädern. Ja, kann man. War das trügerische Gefühl von Sicherheit. Die renken das gleich wieder ein und dann geht's weiter. Ich habe da echt noch gehofft, dass die das an der Strecke einrenken und alles schnell wieder gut ist. Inzwischen weiß ich, dass eine ausgerenkte Schulter nicht nur extrem schmerzhaft sein kann, sondern auch einen etwas längeren Prozess nach sich zieht. Also nichts mit einrenken und weitergeht. Die Schmerzen sind schon heftig. Also haben wir zwei Leute auf der X-Line verloren, diesen Urlaub. Noch Tim und ich. Raus. Meinst du, du fährst morgen wieder? Weiß nicht, einrenken, dann vielleicht morgen Tag Pause. Alter. Naja, der Ersthelfer kam und inzwischen waren die Schmerzen wirklich sehr stark. Und da er auch nicht sicher war, dass wirklich nichts gebrochen ist, hat er dann entschieden, den Heli zu rufen. Direkt wieder einrenken kommt definitiv nicht in Frage, da man bei einem möglichen Bruch alles noch viel schlimmer machen würde. Und so wie mein Arm da hing, war es ein kleines Wunder, dass nichts gebrochen war. Bin dann mit Unterstützung ein Stück hochgelaufen, wo der Heli landen konnte. Inzwischen war auch eine gute halbe Stunde rum und ich war damit beschäftigt, wach zu bleiben. Kommt gleich Wind an, Vorsicht. Sieht geil aus, ja. Kommt gerade reingedreht. Mit dem Heli ging es dann ins Krankenhaus, da wurde geröntgt und als klar war, dass nichts gebrochen ist, wurde die Schulter wieder eingerenkt. Hat zwar wirklich verdammt weh getan, aber es wurde auch schnell besser. Mit Schmerzmitteln war alles super und ich war nachmittags wieder zu Hause.
erstes Mal Downhill fahren. Leider war das für mich aber das Ende mit Biken in diesem Urlaub. Also fast, ich bin noch so ein bisschen rumgefahren und wir haben eine Invaliden-Uphill-Tour gemacht. Damit war die Hälfte von uns schon am Mittwoch außer Gefecht. Was für eine verhexte Woche. Wie es danach weiterging und wann es das erste Mal wieder aufs Rad geht, seht ihr dann wohl im nächsten Video. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Hilfe und auch an Ersthelfer, Notarzt und Pilot. Und euch danke fürs Zugucken. Passt auf euch auf, kommt noch sturzfrei durch die Saison und dann bis zum nächsten Video. Würde mich sehr freuen, wenn ihr Likes und Kommentare hier lasst, dann habe ich was zu lesen. Und natürlich auch ein Abo, falls noch keins da ist. Danke Leute, macht's gut. Machen wir nur Röntgen, dass sie sicher sind, gell? Ja. Und wenn wir dann sicher sind, dann ziehen wir die Schulter wieder rein. Ja. Und dann ist es gleich besser. Schau, die Kollegin ist schon da. Ganz entspannen in der Schulter, gell? Auf irgendwas fokussieren, ganz locker lassen. Wenn Sie entspannen, schaffen wir das relativ schnell. Zack. Sehr gut. Müsste der Schmerz schon besser werden. Ja. Ja? Ja, danke. Die Hand winkelt wieder auf ein bisschen. Gefühl ist gut. Oh, ja, super. Ist wieder drin. Aber wenn der Patient gut entspannt, geht das ganz gut. Aber das war eine richtige Luftsituation. Ja, gesehen.